Du machst eine Karte rein und sagst deine Vorhersage. Ich habe die Karte nicht gesehen. Ja, weil das ja meine Vorhersage Ach ist. so, okay, ich verstehe. Okay, guck mal, ich mische die Karten durch. Okay, und du darfst jetzt irgendwann mal Stopp sagen. Stopp. Okay, merk dir mal die Karte. Nicht vergessen, bitte. Okay. Okay, das war's. Jetzt hol mir mal meine Vorhersage. Okay? Ich habe hier eine Karte. Dürfte ich wissen, was deine Karte war? Acht Herz. Okay, ich habe die 8 Karo vorhergesagt. Ja, also falsch. Also falsch, okay. 8 Herz ist eine rote Karte und die Zahl 8. Das ist eine rote Karte, auch die Zahl 8. Aber das Symbol ist falsch, ne? Ja. Okay, aber guck mal ganz genau hin, P. Aus dieser Karo 8 wird ein Herzsymbol Willst du mich durch die verarschen, Karo-Symbol. Alter? Wenn du willst, kann ich das auch zurückmachen. Wenn ich jetzt einfach die Karte so schüttle, dann ist sie hier normal. Ey, ihr wollt mich doch verarschen, ich gehe nach Hause. Hä? Okay. By the way, ich habe eine neue Brille, ne? Ey, du Das hast ist so mich gerade ein. komplett hops genommen, Alter. Guck mal, ich zeig dir kurz einen Trick mit meiner Brille. Ich habe hier meine normale Brille, ne? Das Ding ist, das ist so eine Harry Potter Brille. Wusstest du das? Weißt du was? Du kennst Harry Potter, oder? Klar, ich kenne alle Zaubersprüche alle. Okay, dann kannst du jetzt mir dann gleich einen Zauberspruch sagen. Also Natürlich. kannst du. Okay, perfekt. Also das ist so eine Harry Potter Brille, die habe ich mir gekauft. Und du musst jetzt bitte mal einen Zauberspruch sagen. Ab jetzt. Wingardium Leviosa. Hä, Alter? Bruder, da steht doch, du hast doch bestimmt Magnet in deinem Tisch, Alter. Nee, habe ich nicht. Ja, aber du kannst, Bruder, okay, komm, ich mach das auch. Sehe ich schon den Salzstreuer? Salz. Sehe ich das? Sag mal einen Zauberspruch. Warte. Guck mal, wir machen jetzt den Trick. Guck mal hier. Pass auf, warte. So, Bruder, guck mal. Das ist der Salzstreuer, ja? Guck mal. Sehe ich das? Okay, Bruder, sag mal einen Zauberspruch. Abracadabra. Hast du gesehen? Ja, habe ich. Sag du mir mal einen Zauberspruch. Aspecto Patronum. Was war das denn, Alter? Zauberei. Ey, ich schaff das mental gerade nicht, ne? Ja, das hat auch was mit Mentalmagie zu tun. Weil du kannst zum Bruder. Beispiel eine Karte nehmen, zum Beispiel die Herz 10, okay? Dann nimmst du die Herz 10 und probierst du, ich weiß nicht, ob man das jetzt gleich in der Kamera sieht, ich probiere es jetzt mal, du kannst mit Mentalmagie zum Beispiel auch Sachen schweben lassen. Das kann doch nicht wahr sein. Du willst mich doch verarschen. Ich, das kann, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, wie alt bist du? Ich bin 19, werde in 2 Wochen 20. Ich schwöre dir, du bist voll direkt, du wirst eine Kopfnuss von mir kriegen. Das kann doch Den nicht Kopf wahr durch. sein. Bruder, kannst du den nochmal machen, wo dieser Ritz drin ist? Was meinst du? Diesen mit den, wo so ein Loch in der Karte ist? Du meinst? Das ist echt ekelhaft, ne? Geht nicht. Klappt nicht immer. Okay. Hier, sag mal bitte. Sag mal Stopp. Warte, ich krieg keine Luft gerade, Alter. Okay, bist ready. Warte, kannst du mich mit Akku dran machen? Okay, Warte. mach Akku dran. Das ist mir gerade ein bisschen. Wird dir Also, warm. gerade ist ein bisschen. Warte, ich muss jetzt hier mal hier was abbauen. Muss hier. Ey, du machst mich gerade echt fertig. Wirklich, ich sag dir, wie es ist. Du machst mich gerade
Echt fertig. Danke. Also positiv, ne? Wenn... Danke. Ich zeig dir gerne meinen Real-Life-Zaubertricks. Da kannst du auch mal zaubern lernen. Du kannst ja zaubern, hast du ja gesagt. Du hast ja letztes Mal von mir einen Trick beigebracht. Den da. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, den kann ich. Kannst du? Mit deinen UNO-Karten. Ey, das ist krass, Alter, Mann. Okay. Sag mal bitte nochmal irgendwann Stopp. Stopp. Okay, merk mal die Karte. Ja. Okay, das Wichtige ist, du musst ganz genau hinschauen, was ich mache, okay? Mhm. Aber du hast, glaube ich, gerade nicht gesehen, dass ich deine Karte eigentlich hier in meinem T-Shirt versteckt habe, oder? Hast nicht gesehen. Mhm. Okay, guck mal, ich nehme die Pik 8 und falte die in der Mitte, okay? Jetzt hatte ich so einen Knick. Deine Karte. Deine Karte tue ich jetzt ungefähr in die Mitte und jetzt guck. 3, 2, 1. Schwingt nach oben. Pi, ich habe noch eine Frage. Ich hab kurz eine wichtige Frage an dich. Okay, also jetzt nicht böse meinen oder böse nehmen, aber bist du farbenblind? Also, das wäre mir auf jeden Fall neu. Okay, also kannst du mir bestimmt sagen, was das für eine Farbe ist, oder? Ja, laut meines Auges blau. Blau? Das Ding ist, du musst ganz genau hinschauen. Die ist eigentlich rot. Guck mal ganz genau hin. Welche Farbe ist das? Rot. Nee, die ist blau. Guck ganz genau hin. Du darfst nicht wegschauen. Guck hin, die ist rot. Die ist rot. Die ist blau. Der Typ ist krass, Mann. Du bist echt Dankeschön. Krass. Danke, danke. Okay, du musst noch mal runterzählen, okay? Schau mal, ich verdrehe diesen Würfel wieder. Und ich stehe jetzt sogar auf. Kannst du mir einen Gefallen tun, bitte von 5 runterzählen? 1, 2, 3, 4, 5. Bin schon fertig. Krass. Mir fällt nichts mehr ein. Ich bin einfach nur sprachlos, Alter. Dankeschön, sehr nett. Sehr nett. Ich würde gern sagen, hey, aber das ist so krass, Mann. Was willst du sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen. Gib ein super Talent, Alter. Ich weiß nicht. Ich habe es mir schon manchmal überlegt gehabt, aber. Ich schwöre, ich werde Dieter morgen anrufen. Er ist gerade auf den Malediven. Das heißt, ich werde so anrufen, dass ich ihn erreichen kann. Ich schwöre, du musst dahin gehen. Muss ich das, wenn du das sagst? Du bist einfach gut, Mann. Dankeschön. Ich schwöre, der holt einfach ein Ding, AirPods raus und das ist echt krass, Mann. Meisterleistung. Ich sag dir wirklich, Leute, folgt ihm alle. Danke. Ja, ich mache ja eigentlich nur, also ich kann dir gleich sagen, weil du meinst ja vorhin, du bist nicht so aktiv auf TikTok, ne? Wahrscheinlich wird morgen, weil ein paar Leute haben wahrscheinlich diesen Stream aufgenommen, wahrscheinlich wird morgen dein Gesicht und mein Gesicht auf der For You landen, also ein TikTok hochgeladen. Wie viele Follower hast du da? 670.000. Krass. Ich mache das aber erst seit 2 Monaten, also läuft eigentlich sehr, sehr stark. Aber auf Instagram halt ein bisschen langsamer, weil andere Plattformen und so. Aber ja, TikTok ist eh so, TikTok geht ziemlich schnell, ne? Ich habe genau. Einen Kollegen, der hat einfach angefangen, der hat nach 2-3 Monaten 1 Million Follower gehabt. Das ist krass. Ja, genau. Ja, ich geht hab, schon schnell. Mein TikTok tut mir selber leid, weil das ist einfach stillgelegt. Ich habe so 8-9 Videos gemacht. Ich habe auch, ich weiß nicht, wie viel ich da drauf, ich weiß selber nicht mal, wie viele Follower ich habe. Ja. Aber ich mache nichts. Musst du aber. Du kannst ja auch so Clips in deinem Livestream, weil es werden ja bestimmt Leute, die irgendwas aufgenommen haben oder so, kannst du auch reinstellen. Also so zum Beispiel das mit dem rechten Haken natürlich. Zum Beispiel so einfach so einen kleinen Clip einfach reinblenden. Das kommt bestimmt gut an. Genau. Bruder, das war das Ding. Mal schauen, Alter. Vielleicht irgendwann mal. Gerne. Hey, Bruder, hast du gut gemacht auf jeden Fall. Dankeschön. Hoffentlich haben dir die Tricks gefallen, ne? Hm. Sehr gut, Mann. Wirklich sehr, sehr gut. Respekt dafür und ich wünsche dir alles Gute, Bruder. Ja? Danke, danke. Hau rein. Schönen Abend noch. Ciao. Krass, Leute. Ist sehr krass.